Eine Mutterwölfin heulte verzweifelt im Wald. Ihr Junges hing gefährlich am Rande einer Klippe und sie konnte es nicht retten. Doch als es schien, als gäbe es keine Hoffnung mehr, tauchte ein unerwarteter Held aus der Wildnis auf. Parkrangerin Sarah Bennett war auf ihrer üblichen Runde, als sie ein leises Wimmern hörte. Sie folgte dem Geräusch durch dichtes Gebüsch in der Nähe von Lupin Meadow und kam an den Rand einer steilen Schlucht. Was sie sah, verschlug ihr den Atem. Etwa 30 Meter weiter unten stand eine große Wölfin auf einem schmalen Felsvorsprung. Ihre gelben Augen waren auf etwas weiter unten gerichtet. Ein winziges Wolfskind, das auf einem noch kleineren Felsvorsprung gefangen war. Die Mutterwölfin heulte und versuchte, ihr Junges zu erreichen, aber der Spalt war zu groß. Bei einer falschen Bewegung könnten beide auf die Felsen unter ihnen stürzen. Sarah wusste, dass sie schnell handeln musste. Mit zitternden Händen zückte sie ihr Funkgerät, um Verstärkung zu rufen. »Hier ist Ranger Bennett. Ich habe einen Wolfswelpen, der an einer Felswand festsitzt und seine Mutter nicht erreichen kann. Bitte um sofortige Hilfe!« Während sie auf das Eintreffen ihrer Kollegen wartete, behielt Sarah die Wölfe im Auge. Die Schreie des Welpen wurden schwächer und die Mutterwölfin wurde immer verzweifelter. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, hörte Sarah das ferne Rumpeln eines herannahenden Fahrzeugs. Ihre Ranger-Kollegen Alex und Mai kamen mit Rettungsgeräten an. Sarah informierte sie schnell über die prekäre Lage. »Wir müssen schnell zu dem Welpen, aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir die Mutter verschrecken, könnte das für alle schlimm enden.« Mike nickte. »Ich bereite die Abseilausrüstung vor. Alex, glaubst du, dass du das Jungtier erreichen kannst?« Alex untersuchte die Klippe. »Ja, die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Mutter ruhig zu halten.« Während Mike die Seile an einer stabilen Kiefer befestigte, holte Sarah ein Betäubungsgewehr aus dem Rucksack. »Ich benutze es nur ungern, aber wir haben vielleicht keine andere Wahl.« Als alles bereit war, begann Alex seinen Abstieg. Die Ohren der Wölfin spitzten sich, als das Seil gegen den Felsen glitt, und sie gab ein leises Knurren von sich. Sarah hielt den Atem an und hielt das Betäubungsgewehr bereit. Gerade als Alex das Jungtier erreichte, gab ein loser Felsen unter seinem Fuß nach und ließ Kieselsteine fallen. Der Welpe kläffte auf und rutschte gegen die Kante. In einem Augenblick geschah alles auf einmal. Die Mutterwölfin stürzte sich auf ihn, Alex griff nach dem Welpen und Sarah feuerte den Betäubungspfeil ab. Einen Moment lang schien alles verloren. Doch dann zeigte das Beruhigungsmittel seine Wirkung und die Wölfin wurde ruhiger. Alex packte den Welpen am Genick und zog ihn in Sicherheit. Dann kletterte er schnell die Felswand hinauf. Der kleine Wolf zappelte in seinen Armen und wimmerte nach seiner Mutter. Sarahs Herz schmolz beim Anblick des winzigen Tieres. »Was jetzt?«, fragte Mike mit Blick auf die bewusstlose Mutterwölfin, die immer noch auf dem Sims unter ihm lag. Sarahs Gedanken rasten. Sie konnten die Wölfe nicht dort lassen. Sie wäre für andere Raubtiere angreifbar. Aber sie zu bewegen, wäre für Ranger zu riskant. »Wir müssen sie auch in Sicherheit bringen«, beschloss Sarah. »Ruf über Funk ein größeres Team.« Als die Leute eintrafen, begannen sie mit der schwierigen Aufgabe, die Wölfin sicher von der Kante zu holen. Sie legten ihr vorsichtig einen Gurt an und begannen sie mit Hilfe eines Flaschenzugsystems, das oben an stabilen Bäumen verankert war, langsam von dem schmalen Vorsprung zu heben. Als sie sich dem Gipfel näherten, bildeten weitere Ranger eine Menschenkette und reichten die Wölfin vorsichtig von einer Hand zur anderen, bis sie sicher auf festem Boden stand. Sarah fragte sich, warum die Wölfe an einem so gefährlichen Ort waren. Es war untypisch für diese klugen Tiere. Ihre Gedanken wurden durch den Ruf eines Kollegen unterbrochen. »Sarah, komm, schau dir das an!« Sie übergab den Welpen an Alex und ging hinüber zu dem Team. Sie sah, was sie sahen, ein dünnes Metallhalsband, das im Fell der Wölfin versteckt war. »Ist das ein Pferdenhalsband?«, fragte Mike. Sarah runzelte die Stirn. »Es sieht so aus, aber ich erkenne das Design nicht. Wir haben in diesem Teil des Parks kein Ortungsprogramm.« Das Team arbeitete effizient und sicherte zuerst die immer noch bewusstlose Wölfin in einem großen gepolsterten Transportkäfig. Sarah setzte das Jungtier in einen kleineren Käfig und platzierte es nahe bei dem seiner Mutter. Als sie die Wölfe hinten in den Ranger-Truck luden, konnten sie sich einer Mischung aus Sorge und Angst nicht erwehren. Die Rettung war erfolgreich gewesen, aber das Geheimnis des Halsbandes gab ihnen Rätsel auf. Und wilde Wölfe, die auf einer Klippe gefangen waren, waren ungewöhnlich. Die Fahrt zurück zur Station war angespannt, aber ereignislos. Als sie in der Station ankamen, sah Sarah, dass die Tierärztin des Parks auf sie wartete und übergab ihr die Tiere. »Ich habe gute Nachrichten«, verkündete Dr. Elena Rodriguez
als sie aus dem Untersuchungsraum kam. Beide Wölfe sind bei guter Gesundheit, aber das Halsband ist nicht von uns. Es ist anders als alle anderen Ortungsgeräte für Wildtiere, die ich je gesehen habe. Es hat ein fortschrittliches GPS, das weit über das hinausgeht, was wir benutzen. Und es gibt ein kleines Fach, das wie ein Datenchip aussieht. Sarahs Herz pochte. Jemand hat also heimlich Wölfe im Park markiert und verfolgt, aber warum denn und wer? Bevor Elena antworten konnte, knisterte das Funkgerät. An alle Einheiten Achtung, wir haben Berichte über unbefugte Fahrzeuge, die den Park durch den Nordeingang betreten haben. Sarah spürte einen Schauer. Das seltsame Verhalten der Wölfe, das Hightech-Halsband und jetzt auch noch verdächtige Fahrzeuge, das war mehr als eine einfache Rettungsaktion. Wir müssen die Wölfe wegbringen, sagte sie dringend. Wenn Schmuggler involviert sind, könnten sie das Ziel sein. Während die Sonne unterging und lange Schatten über den Park warf, arbeiteten Sarah und ihr Team schnell daran, die Wölfe an einen sicheren Ort zu bringen. Sie wählten einen alten Feuerwachturm tief im Hinterland, einen Ort, der selten besucht wird und schwer zugänglich war. Während sie über holprige Straßen fuhren und die Wolfsmutter und ihr Junges sicher in einer Transportkiste unterbrachten, dachte Sarah immer wieder darüber nach, wer diese Händler waren. Was wollten sie mit den Wölfen? Plötzlich sah sie eine blitzartige Bewegung in den Bäumen und trat auf die Bremse. Mike wollte etwas sagen, aber Sarah brachte ihn mit einer erhobenen Hand zum Schweigen. Im schwindenden Licht stand ein prächtiger Elchbulle, der unsicher schwankte und glasige Augen hatte. »Das ist nicht normal«, sagte Dr. Elena mit besorgter Stimme. Sarah nickte grimmig, als sie aus dem Wagen stiegen. Sie näherten sich dem Elch und überließen es Mike, die Wölfe zu bewachen. Das Tier brach plötzlich auf dem Boden zusammen. Als sie es untersuchten, fanden sie einen kleinen Pfeil in der Flanke. »Sie betäuben die Wildtiere«, sagte Sarah. »Aber warum?« Plötzlich tauchte ein junger Mann aus dem Wald auf, der erschrocken aussah. »Bitte«, stammelte er und hob seine Hände, »ich brauche Hilfe. Ich wusste nicht, was sie wirklich tun. Ich schwöre es.« Sarah hielt ihre Deckung aufrecht, ließ aber die Waffe leicht sinken. »Wer bist du? Was weißt du über das, was hier passiert?« Der junge Mann namens Shake erzählte in einer Geschichte, die Sarah und Elena den Atem stocken ließ. »Ich bin Biologiestudent. Ich dachte, ich hätte einen tollen Praktikumsplatz bei einer Forschungsgruppe ergattert. Sie sagten, sie würden eine neue Technologie entwickeln, um das Verhalten von Tieren zu untersuchen. Zuerst schien alles normal zu sein. Wir haben Wölfe, Elche und seltene Vögel geortet. Aber dann fielen mir merkwürdige Dinge auf. Die Halsbänder hatten Fächer, auf die ich nicht zugreifen konnte, und einige unserer Forscher sprachen immer in Codes. Letzte Woche hörte ich zufällig ein Gespräch über Sendungen und Käufer. Da wurde mir klar, dass das gar keine Forschung war. Sie nutzen die Tracking-Daten, um bestimmte Tiere für reiche Sammler zu finden und zu fangen. Seltene Fellmuster, große Geweihe und so weiter. Ich wollte es melden, aber ich hatte Angst. Diese Leute sind gefährlich und sie haben Verbindungen. Als ich dich heute Abend hier draußen sah, wusste ich, dass das meine einzige Chance ist, die Sache aufzuklären und zu beenden, bevor es zu spät ist. Sarah und Elena tauschten einen Blick aus. Es ging nicht mehr nur darum, zwei Wölfe zu retten. Sie waren auf eine ausgeklügelte Wilderei-Operation gestoßen, die das gesamte Ökosystem des Parks bedrohte. Jake verriet immer mehr Details über die Operation, darunter auch die Standorte mehrerer versteckter Lager im Park. Sarah wusste, dass sie gegen die Zeit kämpften. Mit diesen neuen Informationen konnten sie den gesamten Schmugglerring ausschalten. Sarah forderte Verstärkung an und informierte den Parkschutz über die von Jake angegebenen Orte. Im Schutz der Dunkelheit starteten sie gleichzeitige Razzien, um die Wilderer zu überraschen. Die Operation verlief reibungslos. Als die Wilderer merkten, dass sie in der Unterzahl waren, ergaben sie sich kampflos. Bei Tagesanbruch sahen Sarah und ihr Team, wie die letzten Wilderer in Handschellen abgeführt wurden. Sie hatten eine Menge Hightech-Ausrüstung, Betäubungsgewehre und detaillierte Karten über die Bewegungen der Tiere beschlagnahmt. Jakes Informationen waren von unschätzbarem Wert und als Gegenleistung für seine volle Kooperation wurde ihm Straffreiheit gewährt. Die Daten der Halsbänder halfen dabei, viele Tiere zu identifizieren, die von Menschenhändlern ins Visier genommen wurden und stellten das Gleichgewicht im Wald wieder her. Was hättest du getan, wenn du in Sarahs Lage gewesen wärst? Hättest du alles riskiert, um diese Wölfe zu retten? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.